Hallo Leute, Darts155 hier mit Let's Play Urban Nightmare. Ja, das letzte Mal haben wir kleine Aktionen mit Marcel gemacht, haben ein paar Mal lustiges Monster verkloppt und ja, jetzt spielen wir dann Natalie, die irgendwie einen Müllsack anhat und ja, ich habe keine Ahnung, was hier nur los ist. Schauen wir mal. Also, sind das letzte Mal ja gestorben. Aus Versehen. Bin ich da in ein Loch gefallen? Die Tür ist verschlossen, sie hat zwei Schlösser. Bei einem muss man Zahlen eingeben, bei dem anderen Buchstaben. Och, komm! Kelvin, was ist hier nur los? Das Rätsel! Gottes Willen! Ich habe schon wieder so ein gutes Gefühl, ganz ehrlich. Da kann man nichts machen, da kann man auch nichts machen. Das ist Wasser. Und hier. Oh, what? Okay. Also sollen wir die Alte da reinlocken, praktisch. Theoretisch. Und jetzt kann ich nicht mehr aufmachen. Yay. Tja, Engine. Blöd, ne? Die Vase ist leer. Okay. Die Tür ist verschlossen. Ja, und was bringt das jetzt? Stab mit Haken. Okay. Vielleicht um irgendwas herzuangeln oder so. Schauen wir mal. Also, können wir da wieder. Oder hat das hier was mit dem Zettel zu tun? Da oben hängt ein Zettel, aber ich kann ihn nicht erreichen. Doch, mit dem Haken schon. Ah, das Rätsel. Ich möchte den schweren Stab nicht die ganze Zeit mit mir rumschlängeln. Ich lasse ihn hier. Sehr löblich. Auf dem Zettel stehen sechs Ziffern. Das ist schon mal gut. Den kann man nicht mitnehmen. Oder nicht mehr. So, jetzt Wohnhaus. Okay. Dietriche. Irgendwelche uninteressanten Bücher. Shakespeare oder so. Ein Wasserspender. Ist nix. Ein paar Gesellschaftsspiele. Mühle, Dame, Halma. Mensch, ärgere dich nicht eventuell. Kartons sind ein paar zerfledderte Comics. Zerfleddert, zerfleddert. Okay. So, was haben wir hier so? Verlängerungskabel. Kisten sind alle leer. Da scheint nichts zu sein. Mehrere Säcke voller Zement. Und die ist leer. Okay. Maser, Maser. So. Jetzt brauchen wir noch Buchstaben. Buchstaben. Die Tür ist verschlossen. Dietriche? Okay, das geht. Da muss man keinen Skill für haben. Jemand hat etwas mit Kreide an die Wand gezeichnet. Die gefüllten Felder haben sicher eine Bedeutung. Ein Billardtisch. Ein Flipper. Flippe. Jetzt ist die Frage, was hat das zu bedeuten? Nichts Interessantes. Wir gehen mal hier hinten rum. Hätte ich vielleicht vorher speichern sollen? Geht noch. Und speichern. Was ist das hier? Aha. Plötzlich ergibt alles mal wieder Sinn. Auf dem Zettel steht Ziffern vertauschen, Ziffer 1 und 3, Ziffer 4 und 5. Hinweis erhalten. Ach so, das zeigt an, wo man wieder hochkommt. Verstehe. Okay. Ja, weil das ein bisschen schlecht zu sehen ist auf dem weißen Bett. Also die Glassplitter. Das ist richtig. Der Schrank ist leer. Tür ist verschlossen. Gut, also dann können wir hier wieder raus. Dann ist es jetzt wahrscheinlich so, dass wir hier rein müssen. Aha, ich sehe schon, was das sein soll. Die Kreide hier, das Muster hat was zu sagen, wo man laufen darf. Also, am besten wir laufen rechts zwei nach hoch und dann mittig. Also,
Eins, zwei und dann mittig. Hier kann das Wasser rausgepumpt werden. Die Frage ist, wohin oder wo rein? Fragen über Fragen und keine Antworten. Ach so, wir können vielleicht mit dem Dietrich hier noch aufmachen. Das kann gut sein. Da zieht mir was zu aus. Yay, diese Rätsel. Leer. Tauchpumpe. Oh, what? Seckenes Mehl. Kriege ich nicht auf. Geräucherter Schinken. Nom nom nom. Schinken. Schwarzwälder Schinken. Eins, zwei. Oh. Einmal zu weit. Okay. Kein Problem. So viel ist ja nicht passiert. Dann schnell nochmal die Pumpe geholt. Don't you know, pump it up. Ja, das ist wieder was anderes. Tauchpumpe. Jo, meine Damen und Herren. Verstehen Sie quasi? Eins, zwei. Und dann mittig. So, jetzt. Hier kann Wasser rausgepumpt werden. Tauchpumpe. Kombinieren mit Verlängerungskabel. Gegenstände kombiniert und dort benutzen. Ach, sollen wir Wasser abpumpen? Wahrscheinlich, nehme ich an. Dass man da rein kann, vielleicht in das Becken oder so. Das sieht so aus. Ach so ist das gedacht. Das Lilane ist ein Schlauch und hier ist ein Rohr und dann muss man hier das einstecken. Ja. RPG Maker Grafiken of Doom. Die Klappe ist verschlossen. Ist klar. Mach mal auf, Natalie. Schön. So, wir sollten vielleicht einmal saven. Weil ich habe schon wieder so ein Judesjewühl. Ja. Schöne Lampe. Ein Haufen Bedienungsanleitungen. Lauter Rohstücke. Einige sind gebogen, andere sind T-Stücke. Warum versteckt man das zum Teufel in einer Kammer unter einem Schrank hängen mehrere Schläuche im Schrank ja, warum versteckt man das Ganze hier in einer Kammer unter einer Lu in ja, eine Luke, wo Wasser, ja, muss man nicht verstehen. Auf dem Zettel stehen zwei Wörter: Anagramm und Saurus. Hinweis. So, jetzt sollten wir die Tür ja öffnen können. Eventuell. Tuil. Ach so, jetzt wäre ich fast wieder falsch gelaufen. Wer hätte das nur gedacht? ja. Also, jetzt gucken wir nochmal auf unsere Hinweise. So, Zettel mit sechs Ziffern. Ne, Moment. Nee, halt. 519037 und wir haben jetzt gesagt Ziffer 1 und 3, 4 und 5. 1 und 3, 4 und 5. 4 und 5. Das heißt, wir haben 915. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. 915. 915. 307. 915 3, das hat schon gepasst. 07. So, zweite Regel. Anderen sind Buchstaben. Also, Anagramm. Ja. Das ergibt keinen Sinn.
Anagramm und Saurus. Theoretisch aber schon. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Irgendwie wird es schimmern. Anna. Was soll hier? Ach so. Vielleicht so, ne? Saurus. Das hasse ich ja schon wieder sowas. Saurus. Hä? Kelvin, please! Zahlen eingeben und bei dem anderen Buchstaben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mann, weiß es nicht, bin jetzt mal ganz ehrlich. Das ist etwas komisch hier. Da mag er nicht. So wirklich. Umgucken, ob es hier irgendwo noch einen Hinweis gibt oder ob man da wieder was weglassen muss. Nichts drin. Das ist ja wieder besonders merkwürdig hier. Ja. Ne, hier haben wir auch weiter nichts gefunden. Tumti-tumti-tideltum. Da war nur die alte, die da auf ewig gefangen ist. Die Tür ist verschlossen. Kann man auch nicht öffnen. Mysteriously. Ja. Das sind manchmal so Dinge, wo ich liebe in dem Spiel irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie zeitweise richtig komisch. So, da haben wir abgepumpt. Da kann man weiter nichts machen. Gehen wir halt hier nochmal rein. Das wird wahrscheinlich nichts bringen, aber das ist ja helle. Prinzipiell auch mal wurscht. Hier kann man nicht runter. Dumpti-dumpti-dum. Da ist nichts. Also wir saven nochmal. Gehen halt nochmal hier rein. Na! Ah! That events. 1, 2, Pomp. Voll der schwierige Weg und so. Dum, 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 dum. Ein Haufen Bedienungsanleitungen. Und immer noch. Das sind Tischstücke, Schläuche. Kriege ich nicht auf. Ja, und jetzt. Und jetzt. I don't understand this fucking shit. Nichts Interessantes. Gab's jetzt hier noch was? Eigentlich nicht, ne? Krieg ich nicht auf. Geräucherte Schinken mal wieder. Nichts drin. In den Säcken ist Mehl. Sack. Halb verfaulte Mandarinen. No. Die sind so richtig lecker. Ja, ne? Bei dem anderen Buchstaben. Ja. Ist klar. Anagramm. Anagramm. Und Saurus. Sind wir mal ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Luchasaurus. Keine Ahnung. Kevin, was hast du dir dabei gedacht? Ganz ehrlich, da haut doch irgendwas nicht hin. Also ich wüsste jetzt echt nicht, wo wir was übersehen haben sollten oder ähnliches. Bin mir jetzt keiner Schuld bewusst, sag ich jetzt mal. Weil das ergibt auch keinen Sinn. Nicht wirklich. Interessante Bücher. Noch mehr uninteressante Bücher. Das ist da. Selbstspiele. Nichts drin. Das ist sowieso nichts. Da ist nichts. Da oben war die alte. Zerfledderte Comics. Vor allem, das ist ja auch komisch, dass da zwei Wörter sind. Die Hinweise gucken. Passt ja nicht rein, Anagramm. Die Felder sind, was haben wir gesagt, 6 Stück. 2, 4, 6. Da könnte ich Anagramm reinschreiben. Toll. Und das bringt es dann. Ja. Ne? Da würde ich mal sagen, das bringt jetzt so ja nichts. Da gucke ich mal in die Komplettlösung, weil mir das ganz ehrlich ein Rätsel ist, was das hier soll. Das Rätsel ist ein Rätsel. ja. Ja, gut, Jungs und Mädchen, dann würde ich sagen, war das eine relativ langweilige Folge für euch. Nichts wirklich passiert. Der AC blickt mal wieder nicht durch. Wahrscheinlich wieder ein ganz leichter Fehler oder so. Oder das Spiel ist gebreakt. Kann auch sein, man weiß es nicht. Was ich weiß, dass die Folge jetzt vorbei ist. Ich bin der AC105. Ja, wie es weitergeht bei Urban Nightmare. Wir werden es erleben. Bis denn und ciao, ciao.